Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Gelesen-Update. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, deswegen fangen wir auch gleich an. Ich habe unter anderem Black Butler auf den neuesten Stand gelesen und das waren die Bände 27 bis 30. Und ja, was soll ich sagen, es war einfach wieder richtig großartig. Wir haben etwas über die Vergangenheit erfahren von Ciel, was damals in jener Nacht passiert ist, als seine Eltern gestorben sind. Und ja, das ist auch jetzt ein Band mit einer Altersempfehlung ab 16 und ich muss schon sagen, ich kann es nachvollziehen, denn da wird es richtig blutig, richtig krass. Andererseits erfährt man auch etwas über den Pakt zwischen Ciel und Sebastian und ja, das war auf jeden Fall wieder richtig spannend und oh, ich liebe die Reihe einfach. Jedes Mal nur eine große Empfehlung. Das ist eine der wenigen Reihen, wo ich wirklich auf jeden Band hinfiebere. Die Zeichnungen waren wieder auch phänomenal, allerdings kann ich jetzt leider nicht reinblättern, weil das würde doch ein bisschen was spoilern. Im 30. Band haben wir dann noch etwas über die Vergangenheit von May erfahren und ich vermute mal, dass es so in den nächsten Bänden weitergehen wird, dass wir noch etwas über die Vergangenheit der anderen Hausangestellten erfahren werden. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und natürlich habe ich mir den 30. Band auch in der Limited Edition geholt mit diesem Teebeutelhalter und ich muss sagen, ich finde dieses Extra richtig, richtig cool, weil es so schön zu Black Butler passt. Ich meine, da wird sehr viel Tee getrunken, deswegen musste ich das Extra unbedingt haben. Und ich finde auch das hier echt schön. Es wurde gar nicht gesagt, dass man noch diese Karte irgendwie dazu hat, aber ich muss sagen, ich finde die sehr, sehr hübsch. Und ja, freue mich, dass ich das in der Limited Edition bekommen habe. Außerdem habe ich Secret Service zu Ende gelesen. Ich hatte ja nach dem 6. Band so einen kleinen Hänger, aber Band 7 bis 11, die habe ich dann wieder in einem Rutsch durchgelesen. Da wurde es dann auch wieder richtig spannend. Ich muss sagen, diese Reihe ist verrückt irgendwie. Also ich finde, man kann sie richtig schwierig einschätzen. Es ist so eine verrückte Mischung aus melancholisch, dramatisch und teilweise super witzig. Also ich muss sagen, die Reihe trifft schon ganz gut meinen Humor. Kommt nicht ganz an Horemia dran, aber Horemia ist ja auch 9 plus Ultra, also das trifft ja meinen Geschmack total. Aber ich muss auch sagen, Secret Service hat mich das ein oder andere Mal zum Schmunzeln gebracht und diese Mischung ist irgendwie total verrückt. Gleichzeitig wurde jetzt ab Band 7 endlich das alles so ein bisschen klarer, um was es da überhaupt geht. Ich muss gestehen, ich habe das echt total lange nicht gerafft. Also ich war wirklich die ganze Zeit total so, warum und wieso und was hat das alles zu bedeuten? Aber ja, hier wurde es dann langsam klarer. Ich muss auch sagen, es war ein sehr schöner Abschlussband. Viele schöne Wendungen in der Geschichte. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich finde es auch toll, die Yokai, die darin vorgestellt werden, weil da auch teilweise Yokai drin sind, die ich bis dato nicht kannte. Wie zum Beispiel ein Schriftrollen-Yokai. Ich meine die Klassiker, sowas wie ein Fuchs-Yokai und sowas. Das kennt man natürlich. Oder ein Marderhund. Aber ja, hier wurden noch ein paar andere Sachen vorgestellt. Das fand ich echt cool. Also ich hatte sehr viel Spaß mit der Reihe. Ich bin auch mit dem Ende sehr zufrieden. Hier nochmal ein bisschen was zu den Covern. Und ich muss sagen, mir sind all die Charaktere mit der Zeit richtig ans Herz gewachsen. Also ja, ich habe die richtig lieb gewonnen, die Truppe. Am Anfang waren es halt einfach auf einen Schlag sehr viele und es war ein bisschen überfordert. Aber mit der Zeit habe ich sie richtig lieb gewonnen. Und dann habe ich noch Emma, eine viktorianische Liebe zu Ende gelesen, Band 9 und Band 10. Und wie schon in Band 8 ging es hier um Side-Stories, die vor, während oder auch nach der Hauptstory spielen, denn die offizielle Reihe ist ja mit 7 Bänden abgeschlossen. Was ich nicht ganz verstehe, denn eigentlich das letzte oder die letzten 3 Kapitel von Band 10 sind schon eigentlich der richtige Abschluss der Geschichte, also finde ich ein bisschen seltsam, dass Band 7 Band 8 damals mit, ja, jetzt kommen nur noch Side-Stories eingeführt wurde, während halt wirklich der 10. Band die letzten Seiten sind schon doch das eigentliche Ende der Geschichte. Es ist ein toller Abschluss. Ich wünschte, diese Reihe würde einfach nie zu Ende gehen. Ich liebe sie. Ich liebe auch die Nebenfiguren, die da nochmal einen kleinen Auftritt bekommen haben. Unter anderem die beiden. Ich liebe die einfach wirklich. Ich finde, sie sind so ein tolles Paar. Sind mir richtig ans Herz gewachsen und
Ja, die Reihe wird wahrscheinlich für alle Ewigkeit mein All-Time-Favorite sein. Ich liebe sie einfach. Dann habe ich noch I Wish Band 3 gelesen. Aber ich muss sagen, irgendwie werde ich mit dieser Reihe einfach nicht richtig warm. Die Figuren sind mir einfach nicht wirklich sympathisch und ja, es wird teilweise hochdramatisch mit Tod und allem drum und dran und Krankheit, aber es berührt mich nicht. Ich weiß nicht, die einzelnen Geschichten, ich fieber dann nicht wirklich mit. Es ist so ein, ja, okay. Und das finde ich halt irgendwie schade. Ich meine, im dritten Band wurde jetzt auch noch mehr über die Vergangenheit vom Zauberer erzählt. Das war schon irgendwie spannend. Aber ich weiß nicht, ob mich das so an der Stange hält, dass ich wirklich die Reihe zu Ende lesen möchte. Ich denke, weil ich die anderen Bände ja schon habe, dass ich da nochmal durchblättere und so ein bisschen das überfliege. Aber ja, irgendwie konnte mich diese Reihe nicht ganz abholen. Leider. Ich merke schon, dieses Update wird auf jeden Fall das Update der Abschlüsse. Denn ich habe Secret Service abgeschlossen, Emma habe ich abgeschlossen und Bis deine Knochen verrotten habe ich jetzt auch zu Ende gelesen. Ja, was soll ich sagen? Der Fokus hat sich in den letzten Bänden ein bisschen gedreht. Es ging in den späteren Bänden immer mehr um die Freundesgruppe. Und ja, es wurde. Die Reihe ist einfach dreckig. Ich weiß nicht, damit kann man die Reihe einfach am besten beschreiben. Es ist dreckig. Sex spielt eine größere Rolle in den letzten Bänden und einfach, man merkt, wie kaputt die einzelnen Figuren sind und ja, wie sie hadern mit ihrem Leben und das ist, also diese Reihe ist echt keine leichte Kost, das muss ich sagen. Es wurden auch hier wieder ganz viele Fragen aufgeworfen und dann immer wieder ein paar beantwortet. Am Ende hat man dann alles erfahren, wie das Ganze zu Ende ging, wer wie was mit wem zu tun hatte. Ich muss sagen, ich hätte das Ende der Reihe nicht erwartet, wie das Ganze jetzt aufgelöst wurde. Das war wirklich eine ziemliche Überraschung für mich. Ich hatte meine Vermutung angestellt, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich werde jetzt über das Ende reden und ziemlich viel spoilern. Also, falls ihr das Ende nicht wissen wollt, am besten weiter skippen oder unten in den Timesteps einfach eins weitergehen. Ja, denn am Ende erfahren wir, dass Tsubaki mit unter der Decke war, dass sie mit beteiligt war am Tod von Akira, also einem ihrer besten Freunde. Das fand ich ziemlich, ziemlich heftig. Aber dass sie das alles halt getan hat, um das Geheimnis der Gruppe zu verstecken und damit auch Shin zu beschützen, den sie ja total liebt. Puh, und irgendwie fand ich das ziemlich, ziemlich heftig, muss ich sagen, das Ganze. Die anderen Freunde verurteilen sie nicht wirklich dafür. Ich meine, bei manchen Figuren kann ich es irgendwie verstehen, besonders bei Haruka, weil Tsubaki Haruka davor bewahrt hat, als Kind vergewaltigt zu werden und von dem Lehrer halt genötigt zu werden. Da hat Tsubaki sich ja freiwillig angeboten als Ersatz für Haruka. Das fand ich schon heftig und irgendwie kann ich dann schon verstehen, dass Haruka ja sehr viel auch die Schuld bei sich selbst sieht und deswegen Tsubaki nichts anlasten möchte. Aber es war schon irgendwie krass, dass die ganze Gruppe so war, so, ja, okay. Du steckst also mit dahinter. Das war okay. Das Ende der Geschichte war überraschend normal. Ich weiß nicht, während man die Geschichte gelesen hat, dachte man irgendwann mal so, ja, okay, das kann einfach nicht mehr gut gehen. Das ist, keine Ahnung, Gruppenselbstmord ist so gefühlt die einzige Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen, weil einfach alles schiefgelaufen ist und alles verzweifelt und dann ist noch der gestorben und der wurde ermordet und ja, man hat einfach nicht mehr mit einem irgendwie guten, also gut in Anführungszeichen, aber so einem logischen Ende gerechnet. Ich jedenfalls nicht. Es endet ja dann damit, dass sie ins Gefängnis gehen, alle, ins Jugendgefängnis. Und Tsubaki muss dann als Einzige, weil sie eben beim Tod von Akira beteiligt war, für 8 Jahre ins Gefängnis und alle versuchen irgendwie ihr Leben weiterzuleben.
und sind auch tatsächlich Freunde geblieben. Also, wie die Reihe bis dahin lief, ist das ein überraschend positives Ende gewesen. Das hätte ich nicht erwartet in der Reihe, aber ja. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich die Reihe nochmal lesen werde. Sie war einfach echt dreckig. Echt düster. Aber auch sehr spannend. Also, ja, wer so Nervenkitzel, Mystery-Sachen mag, die auch sehr blutig werden, sehr unschön, dem würde ich es trotzdem irgendwie ans Herz legen. Aber ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich eher auf etwas, ja, etwas andere Mystery-Titel stehe, wo nicht so viele Leichen zerlegt werden, glaube ich. Aber es war trotzdem eine interessante Reihe und etwas, was man mal gelesen haben kann. Dann habe ich noch 5 Titel von Hinako Takanaga gelesen. Eine Freundin von mir hatte Manga aussortiert und hat gefragt, hey, hast du Lust vorbeizukommen und drüber zu gucken? Wenn dir was gefällt, nimm es einfach mit. Und da bin ich unter anderem auf den Titel Skizzen der Liebe gestoßen. Und das ist total witzig, denn das war tatsächlich mein allererster Boys Love und das hatte ich schon total vergessen. Denn mit, boah, wie alt war ich denn da? 12, 13, 14, weiß es gar nicht mehr genau, habe ich irgendwann mal diesen Manga gekauft und ich fand ihn total süß. Es war ein totaler Coverkauf, die Farben und ich male selbst so gerne. Ja, und dann habe ich mir den gekauft, habe angefangen zu lesen und habe irgendwann gemerkt, oh, das sind ja 2 Jungs. Und dann gab es da drin auch noch Sex und dann war ich total peinlich berührt, denn ja, da ging es dann auch zur Sache. Und okay, im Gegenteil zu Ten Count ist das eigentlich noch recht unschuldig gewesen. Aber für mich war das damals so, oh mein Gott, die haben Sex im Manga. Das hatte ich davor noch nie gelesen. Und das war, ja, ich war sehr peinlich berührt in dem Moment. Und habe den dann in mein Regal gestellt und war so, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mit diesem Manga machen soll. Dann hatte mich eines Tages besagte Freundin besucht und hatte diesen Manga gesehen und meinte so, oh hey, Hinako Takanaga, ich mag die Manga total gerne, ich lese auch ihre Reihen. Und ich so, echt? Willst du haben? Nimm mit. Und habe ihr dann diesen Manga geschenkt. Ja, jetzt ist er eben nach, boah, über 10 Jahren wieder bei mir zu Hause eingezogen und das finde ich irgendwie total witzig, dass er wieder seinen Weg zurückgefunden hat. Und es ist echt krass, ich habe den gelesen und irgendwie war das so richtig Flashback, wieder Teenager-Alter, das war schon ganz witzig. Auch wenn die Story objektiv betrachtet echt nicht der Burner ist, das muss man ja sagen. Skizzen der Liebe hat mehrere Kurzgeschichten. In der ersten namensgebenden Kurzgeschichte geht es um ihn. Tut mir leid, ich kann mir den Namen nicht merken. Er ist Transvestit und möchte sich gerne zu einer Frau umoperieren lassen. Aber nicht, weil er sich als Frau fühlt. Jedenfalls wird es nicht einmal gesagt in der Geschichte, dass er transgender ist. Das fand ich sowieso ein bisschen seltsam, weil ja, das Gefühl hatte, dass in dem Manga irgendwie alles so durcheinander geworfen wird. Also Sexualität und Geschlecht und auch einfach Hobbys, Neigungen. Das war auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ich es damals schon so seltsam fand, aber ich muss sagen, jetzt beim zweiten Lesen fand ich das doch sehr seltsam. Jedenfalls möchte er sich umoperieren lassen und spart deswegen ganz viel Geld, aber eben nicht, weil er sich als Frau fühlt, sondern weil er glaubt, nur dann könne er glücklich werden, weil nur dann dürfe er sich in Männer verlieben. Jedenfalls arbeitet er deswegen in einer Gaybar und auch als Model. Und als Model lernt er dann einen Künstler kennen, ihn. Und ja, zwischen den beiden funkt es dann. Und der Rest kann man sich wahrscheinlich ungefähr denken. Wie gesagt, ich hatte mit der ersten Geschichte so ein bisschen meine Problemchen. Allerdings hat mir, ich glaube, die letzte Geschichte sehr gut gefallen. Da geht es nämlich um unerfüllte Liebe. Ich weiß nicht, so ein bisschen Drama. Das war sehr schön. Also, die hat mir tatsächlich recht gut gefallen. Insgesamt muss ich sagen, die Werke von Hinako Takanaga, auf jeden Fall dieses Werk, ist so ein bisschen
gewesen. Nostalgie hat ganz hart gekickt. Also ich weiß nicht, so Manga, die ich einfach damals schon mal gelesen habe in meiner Teenagerzeit, die haben einfach so einen ganz besonderen Stellenwert bei mir. Da bin ich dann ein bisschen verklärt. Also es ist nichts, was ich empfehlen würde, aber ja, ich mochte es irgendwie trotzdem. Dann hatte die Freundin noch K.O. vor Glück. Ich muss sagen, ja, die Story hat sehr viel Wert auf Comedy gelegt. Es geht um einen Boxer und er sagt eines Tages zu ihm hier, wow, du hast voll das schöne Gesicht wie ein Mädchen. Und daraufhin haut er ihm eine rein. Und der Boxer ist total beeindruckt von dem Punch und sagt so, hey, du musst auf jeden Fall in unsere Box-AG kommen. Und ja, überredet ihn dann dazu und auch dann fängt es an, zwischen denen irgendwie zu funken. Allerdings, ach, die Comedy da drin, ist halt immer wieder das Gleiche und ist, ja, muss man nicht gelesen haben. Dagegen fand ich Das Geheimnis des Teufels echt witzig. Also, hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Es ist so ein bisschen die Geschichte von, wie hieß es denn nochmal, was ich gelesen habe? Sister and Vampire. Nur, dass der Vampir hier ein Dämon ist und die Nonne ein Priester. Aber ja, da geht es wenigstens mal voran. Da passiert auch was. Sister and Vampire war ja ganz viel, ja, Gefummel und irgendwie Antören. Und am Ende passiert doch nichts, weil sie anfängt zu beten und weiß was ich was sagt. Aber nein, da ging es in der Geschichte schon ein bisschen mehr zur Sache. Und irgendwie fand ich die Dynamik zwischen den beiden ganz süß, aber ja, auch hier würde ich sagen, ist nicht unbedingt ein Meisterwerk. Es enthält auch mehrere Kurzgeschichten. An die anderen kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich glaube, auch hier spielt ein Künstler eine Rolle zwischendurch. Ich habe das Gefühl, Hinako Takanaga mag Künstler sowieso ganz gerne. Ja, kann man mal gelesen haben. Und dann habe ich noch Gezieltes Verlangen und Gezielte Verwirrung gelesen. In Gezieltes Verlangen geht es um einen Kimono-Laden. Und der hier bekommt einen neuen Vorgesetzten, nämlich den Enkel des Inhabers. Und das ist er. Er weiß gar nicht, wie man Kimonos verkauft und ist einfach grundehrlich. Und ja, da kommen dann ganz witzige Situationen zustande, weil der andere ihm das dann beibringen muss, wie man mit KundInnen redet. Zum Beispiel sagt er zu einer älteren Dame, als sie sich erkundigt wegen verschiedenen Kimonos, so ganz dreist, so, ja, nee, die Farbe steht ihnen nicht, dafür sind sie zu alt. Und dann ran, oh mein Gott, das kannst du doch nicht sagen. Und du musst irgendwie sagen, ja, diese Farbe entspricht ihrem reifen Alter nicht. Sie sollten doch lieber irgendwie diese Farbe wählen. Sie entspricht mehr ihrer wunderschönen Teint und solche Sachen. Ja, das war ganz witzig. War ganz süß, aber auch hier hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Dagegen hat mir Gezielte Verwirrung besser gefallen. Die beiden Reihen spielen in der gleichen Welt. In Gezielte Verwirrung geht es dann um das Unternehmen, das die Kimonos produziert und das eben auch Künstler anwirbt. Und da geht es dann um einen Geschäftsführer oder einen Manager dort. Ich weiß gar nicht, welchen Job er jetzt genau hat, das habe ich vergessen. Jedenfalls ein sehr hohes Tier in dieser Firma. Und er sieht Kunstwerke von einem jungen Künstler und möchte ihn unbedingt in die Firma holen. Allerdings möchte dieser nicht und ja, der Geschäftsmann versucht ihn dann mit Verführung und Distanz dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben, aber auch nicht zu sehr und versucht dann, ihn für das Unternehmen anzuwerben. Und der Band hat mir tatsächlich echt gut gefallen, weil dieses Nähe und Distanz und wie viel sage ich, dass er sich in mich verliebt und irgendwie, also ich muss sagen, Gezielte Verwirrung hat mir echt gut gefallen. Also ich denke, da werde ich auch noch den zweiten Band holen. Es geht dann da auch noch ein bisschen um, ja, die Vergangenheit des Künstlers. Wahrscheinlich wird im zweiten Band auch noch mehr dazu kommen. Also ich muss sagen, Gezielte Verwirrung, ja,
ist, denke ich mal, ein Blick wert. Also, wie gesagt, ich kenne mich noch nicht so sehr im Boys Love-Universum aus und habe deswegen noch nicht so viel gelesen und kann da auch noch nicht so viele Empfehlungen geben, aber so für mich als Anfängerin war der tatsächlich gar nicht übel. Ich bin gespannt auf den zweiten Band. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Gelesen-Update. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich denke, vor Neujahr werde ich noch ein Gelesen-Update machen. Und ja, das war's dann jetzt. Tschüss!